Guten Morgen und willkommen zurück zu Stardew Valley. Frank ist aufgestanden und bereit für den Tag, aber bevor es jetzt losgeht, habe ich mir Folgendes gedacht. Ich möchte hier mal ein bisschen umorganisieren, denn irgendwie gefällt mir das hier nicht. Das Chi des Zimmers ist gestört und ich möchte es irgendwie anders irgendwie gestalten, ne? So, nehmen wir mal diese Tasse ins Inventar. Ist ja gut jetzt. Den Tisch stellen wir da unten hin. Quasi so eine Art Rezeption, falls jemand reinkommt. Dann kommt hier der Stuhl hin. Der Fernseher ist hier. Ha? Und die Tasse stellen wir mal hier hin. So, das passt doch. Da kann Frank immer sitzen, Tee trinken und den Wetterbericht sehen. Das, was er am liebsten macht, nicht wahr? Natürlich, Frank. Und jetzt gehen wir mal raus. Was ist denn da los? Hallo, werte Frau. Oder Mann. Armani, okay, Frau. Hallo, Frank. Siehst du diese Katze hier? Natürlich sehe ich sie. Was ist mit dieser Katze, Mann? Ich habe sie gefunden, wie sie vor deiner Farm saß, Mann. Ich denke, sie ist eine Streunerin, beziehungsweise ein Streuner. Das kleine, arme Ding. Natürlich. Oh Gott, du hast es so schwer. Ich glaube, sie mag diesen Ort, vielleicht könnte diese Farm eine gute Katze gebrauchen, was? Ja, Mani, ich verstehe, worauf das hinauslaufen soll. Möchtest du diese Katze adoptieren? Ich sage nein. Natürlich doch, mache ich. Okay, und jetzt können wir dieser Katze einen Namen geben und ich habe gestern mal auf Twitter nachgefragt. Wie würdest du deine Katze nennen? Und die Vorschläge waren echt super, also echt, ne? Von Katzi bis hin zu Garfield war alles dabei und ich denke mir, ja gut, das sind tolle Namen, aber irgendwie passt das noch nicht ganz. Chenurt, nee, Snenurt, Jack, Gronani, Grimo, Gecardo, pass auf, das passt alles nicht so zu mir. Ich würde es gerne mal mit dem Namen probieren. Wintercracker, passt nicht. Okay, gut, dann müssen wir die zweite Variante nehmen und zwar die, wie ich auch meine Katze im Real Life nennen würde und zwar Schundboy. Natürlich, es muss Schundboy sein. Ich weiß, es ist kein typischer Katzenname, aber hey, Schundboy macht schon was her. Außerdem ist das eine kleine Hommage an den Schundboy. Wenn er das jemals sieht, dann wird er sich wahrscheinlich freuen. Also hier, okay. Na, was passiert jetzt? Nun gut, kleiner Schundboy. Du bist jetzt eine gute Katze, okay? Natürlich ist er. Na, da freut er sich, der Schundboy. Sehr schön. Gut, dann hätten wir das geklärt. Wir haben eine Katze und die sitzt jetzt irgendwo im Nirgendwo. Wir nehmen mal diese Barren mit. Kupferbarren, perfekt. So, was haben wir jetzt? Deeper in the Mine. Ach nee. Ich dachte, wir haben irgendwas geupdatet. Ist aber nicht so. Die letzte Rübe. Sie muss mitgenommen werden. Und dann muss sie da reingeschmissen werden. Oh, sie ist von herausragender Qualität. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Da haben wir das drin. Na, ich suche gerade meine andere Kiste. So, guck mal. Parsnip. Fehlt noch. Die heben wir uns mal auf, denn wir können die nämlich einlagern und zwar bei den Junimos. Ne? Und zwar hier. Und da brauchen wir noch ein Cauliflower, eine Potato und eine Green Bean. Das haben wir alles noch nicht. Aber bald. Aber bald. Warte mal kurz. Vielleicht macht das hier hinten mehr Sinn. So, wie geht's dir schon, Boy? Gut, ne? Gut. Oh Mann, ich habe das Gefühl, das ist nicht der beste Name für eine Katze und ich glaube, ihr hatet mich jetzt dafür, aber hey. Frank und schon, Boy. Zusammen gegen die Welt. Ne? So muss es sein. Was haben wir denn hier im Briefkasten? Hier ist Robin. Okay, da liegt ein Haufen Steine in deiner Farm rum, beziehungsweise auf deiner Farm und, ich habe so das Gefühl, dass du dringend einen Brunnen brauchst, also der könnte ja überall auf der Farm stehen. Und da kann man auch seine Gießkanne wieder auffüllen, das ist toll. Okay, komm bloß vorbei, also komm einfach vorbei mit 75 Stones, 75 Steinen und 1000 Gold, wenn ich bereit bin für einen Brunnen. Nun gut, Robin, vielen Dank, das ist sehr nett. Und da fällt mir auf, ich möchte diesen Ofen hier gern woanders haben. Den stellen wir jetzt mal da oben hin. Das wird meine Ofenecke hier. Das ist mein Ofenbereich. Da steht der Ofen, da fühlt er sich wohl. Das ist gut. Und ich glaube, hier kann man jetzt den Napf füllen von Schundboy.
Perfekt, da freut er sich, da macht er echt, ne? Katzengeräusche vor Freude. Und jetzt müssen wir unser Feld noch bewässern, beziehungsweise das nächste Feld erstmal anlegen, denn wir haben ja 30 Seeds hier. 30 verdammte Seeds. Und es ist der 10., das heißt, wir können das hier locker noch machen, bevor der nächste Abschnitt beginnt, der Sommer. Na, mal sehen. Okay, pflanzen wir erstmal alles an. Und benutzen vor allen Dingen auch den Fertilizer. Das ist echt eine super spannende Arbeit, was? Ich muss ein bisschen husten, immer noch. Es ist super anstrengend und super nervig. Vor allen Dingen, es dauert jetzt schon 2 Wochen an, ne? 3 Wochen fast schon. Und es nervt. Es nervt so dermaßen, das glaubst du gar nicht. So, 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 so. Wie viel haben wir denn jetzt? 30. Okay, wir machen noch ein bisschen was nach unten hin. Wir machen noch ein bisschen was nach unten hin. Also reden ist heute echt mein Ding. Zumal es mir so vorkommt, als wäre ich so leicht verstopft. Kennst du das? Kennst du das Gefühl, wenn die Nase so ein bisschen zu ist und du dir denkst, das habe ich heute. So, okay, wo sind die Fertilizer Seed Saps? Irgendwas? 12. Das heißt, wir müssen heute ein paar Bäume fällen, und zwar reichhaltig, damit wir mehr Saps bekommen. Und dann werden wir das ganze verdammte Feld düngen. Ne? So muss das sein. Und ich denke, wir fangen jetzt hier mit diesem Baum an. 5. Auf geht's. Holzhacker Frank hackt auf den Baum, denn er hasst ihn so sehr. Und die Sache mit dem Brunnen überlegen wir uns noch. Also ist ja ein nettes Angebot, aber ganz ehrlich, ich brauche gerade keinen. Ich hab andere Sorgen. Und wir müssen unbedingt mal hier wieder alles sortieren, wie ich es vorher hatte. 1, 4, 3, 2, Fiber, Mäh. So, haben wir liegen lassen. Das geht jetzt. Warte mal, kann man Sachen droppen jetzt auf einmal? Das wär's halt, ne? Das wär's halt richtig. Richtig geil wär's. Na gut, wir schauen mal. Erstmal fällen wir die Bäume. Die Bäume müssen fallen. Und das alsbald, schnellstmöglich, jetzt sofort am besten. Energie sieht noch gut aus. Ich müsste vielleicht mal ein bisschen was nehmen, damit ich hier weitermachen kann, denn irgendwie, ganz ehrlich. Ja, doch nicht gießen. Abbauen. Abbauen, Frank. So. Ah, packen wir das mal weg hier. Geode, das und das. Holz kommt auch noch mal kurz weg. Sieht gut aus. So, wir brauchen mehr Saps. Was wir mit dem Fiber machen, weiß ich noch gar nicht. Aber das können wir auf jeden Fall auch noch gebrauchen irgendwann, schätze ich mal. So, die Bäume kommen auf jeden Fall auch weg. Weg mit dir. Du warst bis dato wunderschön, aber heute ist dein Untergang. Du Baum wirst fallen. Einwandfrei. So, gut, wie viel können wir denn jetzt machen? Lass mal kurz checken. Crafting. 21, also noch 9. Noch 9. Das ist der Wahnsinn. Wir haben so ein volles Inventar. Es kotzt mich ein bisschen an. Das kommt kurz mal weg. Das kommt kurz mal weg. Das kommt kurz mal weg. Und jetzt geht's weiter. So. Wir brauchen also noch, warte mal, 9, das heißt 18 Saps. Ne? Denn 2 Saps ergeben noch einen Fertilizer. Und ich möchte wirklich, ich möchte Qualitätsfrüchte, beziehungsweise Gut. Erntegut. Was auch immer da rauskommt. Ich meine, es sind ja einfach nur Seeds, die man nicht irgendwie näher betiteln kann. Es ist alles random. Denke ich. Ich weiß es gar nicht genau. Oder kommt da was Bestimmtes raus? Ich persönlich hoffe ja auf einen farbenfrohen Mix. Das ist ganz klar. So, 5 Saps. 17 Saps. Das heißt, es reicht noch nicht ganz. Einen weiteren Sap. Mist, wir sind am Boden zerstört. Wir sind richtig fertig. Ich muss kurz was essen. Was haben wir denn noch? Haben wir irgendwas zum Essen, Mensch? Ich brauche ganz dringend ganz viel Energie. Aber wo bekomme ich sie her? Wir haben nichts. Wir haben echt gar nichts. Vielleicht hier? Irgendwas? Come on, Leute. Come on. Wir könnten natürlich
die Spring Onion essen, aber das bringt auch nicht so viel. Weißt du was? Es ist gerade mal 2.30 Uhr. Wir gehen mal ganz kurz in die Stadt, kaufen uns was zu essen oder so eine Suppe oder sowas. Ich weiß ja gar nicht genau. Oder warte, nee. Weißt du was? Warte, nein. Wir machen das jetzt so. Wir craften den Fertilizer. Ja, 29, passt da. Und dann werden wir das kurz mal hier überall hin tun. Wir können die Pflanzen halt nicht gießen heute. Das ist das Problem, aber hey. Oder doch? Nein, ich glaube nicht, ne? Ich meine, wenn man gießt, verliert man auch Energie. Und ich habe gar keine Energie mehr. Ich bin komplett am Arsch. Aber das macht ja nichts. So, perfekt. Dann pflanzen wir kurz die Seeds ein. Das ist das Mindeste, was wir heute noch tun können. Zack. 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 Passt. Seeds. Let's go. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was da rauskommt, ne? Ganz ehrlich. So, 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 so. Und einer ist noch. Der ist nicht mit Fertilizer gedüngt. Der muss so rauskommen. Das tut mir auch so ein bisschen leid. Okay, perfekt. Perfekt, würde ich sagen. Ultra geil. Und super duper. Wir brauchen Energie. Verdammte Scheiße. Na gut, lass mal kurz in die Stadt laufen jetzt. Oh, warte, Moment. Bevor ich jetzt in die Stadt gehe, brauche ich dringend... Die Geode. Da ist sie doch. Die Geode, die möchte ich mal aufbrechen lassen. Das gehört da nicht rein. So, okay. Lass mal gucken, ob Clint uns da was machen kann, beziehungsweise uns bescheren kann. Das wäre wunderbar. Wir haben noch 6 Energie. Und vielleicht hat ja auch noch der Supermarkt auf. Vielleicht können wir bei Pierre ein bisschen was einkaufen. Ein bisschen Nahrung. Vielleicht können wir einen Fisch fangen. Aber das ist eher unrealistisch, denn dafür brauchen wir auch Energie. Und die geht uns sofort flöten, wenn wir einmal die Angel ins Wasser halten. Scheiße! Am Mittwoch geschlossen. Ich hasse dich so, Pierre. Hallo Alex, du siehst aus wie ein Mädchen. Ja, sieht aus wie ein Tag, den man gut nutzen kann, um Fang zu spielen, was? Ja, natürlich. Ich würde dich ja fragen, mit mir ein bisschen Ball zu spielen, aber du siehst nicht wirklich aus wie der sportliche Typ. Na gut. I want to play, angry. What's that supposed to mean? Was soll das heißen, yo? Ich würde gerne eine Runde mit dir spielen. Macht nichts. Auf geht's. Echt jetzt? Ich denke, ich habe dich unterschätzt, Mann. Okay, mein Arm ist ein bisschen, sore, also, ne? Ausgebeult, ausgeleiert, keine Ahnung. Aber vielleicht nächstes Mal. Natürlich, Alex. Ich dachte, du willst jetzt mit mir spielen. Hallo, Granny. Ah. Ich habe die wirklich bezauberndste Schmetterlingfamilie überhaupt gesehen, die sich selbst gesonnt haben. Im Stadtgarten. Gestern. Schön. Schön. Gut, ich gehe mal weiter zu Clint. Es ist... Oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Der macht um 5 zu. Shit. Oh Mann, Granny, du hast mir meine Zeit gestohlen. Schaffe ich nicht. Das war's. Das war's. Clint hat zu. Clint macht Pause. Clint ist außer Haus wahrscheinlich jetzt schon. Ah, bis 4 Uhr sogar nur. Ah, Mann. Ich komme eine ganze Stunde zu spät. Alles ist furchtbar. Was ist denn das hier? Ich habe eine kleine Idee, warte mal. Da ist nichts drin. Ich habe gehört, in den Mülltonnen findet man ab und zu mal was zu essen. Und das könnte mir jetzt echt den Arsch retten, denn ich brauche dringend was. Auf der anderen Seite könnte ich in den Joja-Mart gehen, aber... So, okay. Der Wald ist ein wundervoller Ort. Warst du da schon mal? Natürlich, Elliot. Natürlich. Spinner. So, wo bekomme ich was zu essen her? Was tue ich jetzt? Joja-Mart? Ach komm. Weißt du, die haben wenigstens noch offen, denke ich. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben sie schon längst zu. Das wäre in der Tat ein großes Problem für mich und mein Dasein, denn ich brauche dringend was zu essen. Scheiße. Wo war der Joja-Mart? Hier oben, ne? Fuel your life. Alright. Okay, ich möchte mir was reinziehen. Ich brauche dringend irgendwie was zu trinken oder so. Hallo. Joja Cola. 13 Energie. Na gut. Ja. Also wenn das alles ist, ich bitte dich, da gebe ich nicht 75 Gold für aus. Das ist richtig scheiße, Junge.
Na gut, Yoyamat, ich hasse dich übrigens sehr. Yoyamat, du stinkst. Besonders du, Morris. Ja, ja, Membership is now available. Ah, nein, ich will nicht. Ich will dir nicht Mitglied werden. Ihr seid alle doof. Ich mag euch nicht. Weißt du, Frank kommt aus der Stadt und will jetzt hier ein bisschen Natur genießen und ein bisschen familienartiges Zusammensein. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen kann. Familiäre Atmosphäre, so. Familiäre Atmosphäre. Und da kommt Yoyamat und sagt, naja, hier, ne, guck uns an. Wir sind der Großstadtmarkt auf dem Lande. Da sage ich, nö. Da schalte ich ab, ich muss dringend jetzt irgendwas machen. Ich muss mal gucken, wie viel ich noch gießen kann, denn irgendwie, wäre es eine Schande, wenn ich das nicht tun würde. Wie viel zieht denn das ab? Oh Gott, scheiße. Ich bin exhausted. Kann ich jetzt noch ein bisschen weitermachen oder falle ich um jetzt? Schundboy, kannst du mir helfen, Mann? Ich bin so langsam. Na gut. Vielleicht schaffen wir das noch. Nee. Nein, ich bin tot. Ich bin umgefallen. Ich habe Geld verloren. Was zur Hölle? Verdammt. Der Tag ist schneller rumgegangen, als ich wollte. Ich bin wieder hier und ich denke, das hat Konsequenzen, was? Das hat Konsequenzen. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier schon mal einen Cut, denn der Tag ist ja rum. Ein Tag, eine Folge. So behalten wir das bei. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wie viel Geld wir verloren haben, beziehungsweise an wen. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüssi.